Also, warum schon wieder mal schön? Wo wir dann, ich schaue mal kurz mal Opland Randalls Monday. Hey! Was geht, Murray? Beschäftigt? Wie bitte? Ich fragte, ob Sie beschäftigt sind. Werd mal nicht frech, Junge! Ich weiß, ich stehe hier nur rum. Aber ich bin im Wachdienst. Ich bin ein Officer und verdiene Respekt. Ehrlich, Murray? Ist das so? Hey, was ist denn dein Problem? Red nicht mit mir, als würdest du mich kennen, ja? Und woher kennst du überhaupt meinen Namen? Ich bin ihr anderes Ich aus einem Paralleluniversum. Na, das klingt ja mal interessant. Aber ich habe gerade keine Zeit, mir das anzuhören. Ich wusste, dass Sie das sagen würden. Ich kann Ihre Gedanken lesen. Dann weißt du ja sicher auch, was ich jetzt denke, oder? Ja, klar. Sie denken, wenn der mein anderes Ich ist, warum bin ich dann so hässlich? Tatsächlich dachte ich an etwas sehr viel Beleidigenderes. Komm schon, verzieh dich! Sie sind nicht zufällig dieser Superagent, von dem alle reden, oder? Tja, vielleicht. Aber selbst die besten Samurai schneiden sich manchmal an ihren eigenen Schwertern. Was soll das heißen? Ich meine, ich konnte sie nicht retten. Wen? Armes Ding. Ja, aber wer denn? Es ist eine Geschichte von Verrat, Grausamkeit und Schmerz. Und, ehrlich gesagt, fällt es mir schwer, darüber zu reden. Ja, aber Sie können doch jetzt nicht einfach aufhören. Sie sagten was von Grausamkeit und Schmerz. Das sind so ziemlich meine Lieblingsthemen. Los doch, rücken Sie mit den blutigen Einzelheiten raus. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Das alles passierte vor 2 Jahren. Es war ein verregneter Tag und ich war auf Streife. Ich hätte nie geahnt, welch grausame Wendung das Schicksal für mich bereithielt. Ja, ja, weiter? Es ist so. Ich wurde dringend zum Molyneux Park gerufen. Also ging ich da schnurstracks hin und da sah ich es. Was sahen Sie? Kommen Sie, Murray, weiter! Es war eine Ente. Ein armes, kleines Entlein. Sie war mit dem Kopf unter Wasser gefangen und sie kam nicht mehr raus. Sie kam nicht mehr raus, verdammt! Oh, Scheiße! Ich sprang in den Teich und als ich sie aus dem Wasser hatte, atmete sie nicht mehr. Also machte ich Mund-zu-Mund-Beatmung. Aber es ist gar nicht so einfach für einen Menschen, die Lippen auf so einen Entenschnabel zu legen. Und als ich die Herzmassage ansetzte, brachen ihre Rippen wie trockene Zweige. Da verlor ich alle Hoffnung. Mein Gott, ich habe alles versucht, aber es war mir nicht vergönnt, sie zu retten. Es ging nicht. Aber seit jenem Tag ehren und belobigen mich viele meiner Kollegen. Ich bekam sogar einen Orden. Aber auch das wird das kleine Entlein nicht wieder lebendig machen. Ja, aber mein Inspektor sagte, man würde eine Straße nach mir benennen. Ich will aber nur, dass sowas nie wieder passiert. Murray? Ich glaube, Ihre Kollegen machen sich nur lustig über Sie. Wie kommst du darauf? Glauben Sie wirklich, Ihre Geschichte ergibt einen Sinn? Die größten Geschichten sind am schwersten zu glauben, mein Junge. Da sagen Sie was. What the fuck? Und Sie haben wirklich einen Orden bekommen? Ja. Und die Überreichungszeremonie ist auch schon bald. Bald? Ist das nicht schon 2 Jahre her? Warum haben Sie denn dann den Orden nicht schon längst? Glaubst du, dass das Live-Aid-Konzert über Nacht geplant wurde? Große Ereignisse brauchen Zeit und Vorbereitung. Der Captain sagte, man müsse noch die Fernsehrechte klären. Kann sein. Lol, wie dumm ist das? Sie sind ein scheiß Held, Murray. Ich habe gar keine Zweifel mehr. Ja, deswegen habe ich in letzter Zeit so viel zu tun. Manchmal werde ich in der U-Bahn gebraucht, manchmal soll ich diese Conventions bewachen. Meine Vorgesetzten wollen sogar manchmal, dass ich ihnen persönlich den Kaffee zubereite. Das nenne ich mal Vertrauen, weißt du? Oh ja, ganz klar. Diese Stadt braucht sie, wie Gotham Batman braucht. Ja, so ungefähr. Oh, fick aus dem Dorf. Oh, what the fuck. Gab's denn für die Ente ein anständiges Begräbnis? Darum habe ich mich persönlich gekümmert. Das klang jetzt ein bisschen nach Barbecue, Murray? Ach bitte, Junge! Ich habe sie in diesem Mausoleum, das ich als Weihnachtsbonus bekommen habe, zur Ruhe gelegt. Hab zur Erinnerung sogar einen kleinen Entenkopf in meine Polizeimarke gravieren lassen.
schreit. Fuck, Mary, Mann. Ich war schon seit Beaches nicht mehr so nah am Flennen. Ich bin stolz auf sie. Danke, Kleiner. Aber ich tat nur meine Pflicht. Wow. Da weiß man's. Kann ich die Marke mal sehen? Tja, normalerweise mache ich das ja nicht, aber... Ach, was soll's. Die Ente sieht eher wie ein Hase aus. Was? Nein, man muss den Kopf etwas schräg legen. Stell dir vor, die Ente schaut nach oben. Man erkennt aber einfach einen Hasen. Ich meine, ganz ohne Kopf schräg legen oder so. Ich meine, da sind die Ohren, da ist der Schwanz und hier die Nase. Nein! Warum sollte sich jemand einen Hasen auf die Marke gravieren lassen? Ja, vielleicht gibt es ja einen Kopf, der einen Hasen aus einem brennenden Fahrzeug gerettet hat. Aber egal, schauen Sie mal hin. Das ist im Leben keine Ente. Enten haben keine Zähne. Das hier, das sind Zähne. Hör auf! Es ist eine Ente. Ich wollte eine Ente und ich habe auch eine Ente bekommen. Schluss jetzt! Ich hab seine Marke schon, übertreiben was man nicht. Marys Marke. Hey, halt mal, Junge. Was soll das werden? Gib mir meine Marke zurück. Oh, tut mir leid. Wo habe ich nur meinen Kopf? Hey, halt mal, Junge. Was soll das werden? Gib mir meine Marke zurück. Oh, tut mir leid. Wo habe ich nur meinen Kopf? Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Bitte sehr, Mary. Sehr beeindruckend. Danke, Junge. Und jetzt, wenn es dir nichts ausmacht, lass mich weiterarbeiten. Ich muss erst schauen, ob mit Matt alles okay ist, bevor ich loslege. Ah, Jungs, guckt noch, wie sich umgerührt wird. Matt, Kumpel, mach auf. Ich hab lustige Brownies und die komplette Sammlung von den Toxic Avenger Filmen. Mit Kommentaren? Ja, klar. Ich hasse Audiokommentare, die klingen immer so arrogant. Ich schlitze mir lieber den Hals auf. Oder wir schauen sie ganz einfach ohne Kommentare an. Warum hast du die denn mit Kommentar gekauft? Waren die teurer? Glaubst du, du bist was Besseres, weil du dir das leisten kannst, ja, oder was? Ja, definitiv. Matt, ich will dich hier vom Selbstmord abhalten. Aber so wie du dich aufhörst, überlege ich mir das nochmal. Randall, hau ab! Ich will niemanden sehen, nur Sally. Okay, ich ruf sie mal an. Halt durch. Wag das ja nicht! Wo hast du überhaupt ihre Nummer her? Was hast du vor? Glaubst du, du kannst sie mir einfach wegnehmen, nur weil ich den Ring verloren hab? Oh, jetzt verletzt du mich aber zutiefst. Ich versuche hier dir zu helfen, Mann. Und wie willst du mir helfen? Du kannst nichts für mich tun, Randall. Was, wenn ich dir sage, ich kann deinen scheiß Ring wieder besorgen? Dann sag ich, dass das ziemlich unwahrscheinlich ist. Es sei denn, du warst es, der ihn geklaut hat. Ja, aber das hab ich nicht. Also sind wir zurück bei unwahrscheinlich. Ich könnte ihn zurückstehlen. Ich werd's versuchen. Ich versprech's. Na dann, viel Glück. Ich könnte den John Wayne für dich machen. Das bringt dich doch immer wieder hoch. Ich könnte das im Moment nicht richtig wertschätzen. Aber nur, weil hier draußen nicht genug Platz dafür ist. Also komm schon, mach auf. Dann kann ich's richtig machen. Danke, Randall. Aber dein Hintern wird mir heute nicht helfen. Okay, deine Entscheidung. Aber ich hab ein paar neue Moves drauf. Aber hey, scheiß drauf. Gut zu wissen. Aber ich brauche jetzt nur Sally.